Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Trainerkarriere mit Hannover 96. Mittlerweile sind wir auf dem Relegationsplatz, scheinen aber keine Gefahr zu fürchten, noch weiter runter zu rutschen, weil Augsburg schon verloren hat und Bremen, naja, erst 4 Punkte hat. Das heißt, jetzt mit dem Sieg haben sie nur 7 und wir haben, glaube ich, trotzdem die bessere Tordifferenz. Ja, jetzt müssen wir aber mal gewinnen hier gegen Bremen ausgerechnet. Okay, na gut, dann könnten wir mit der Niederlage dann doch zumindest auch punktgleich mit dem Tabellenvorletzten dann werden. Bittencourt ist verletzt. Bittencourt ist verletzt? Gebrochener Zeh? Den habe ich doch ausgewechselt noch. What the fuck? War das eine Trainingsverletzung oder was? Das ist natürlich jetzt bitter. Ich dachte, Juff fällt aus, weil der sich ja beim letzten Mal was gezerrt hatte. Aber tatsächlich hat Juff, hat Bittencourt jetzt einen Bruch. Ich weiß aber echt nicht, wo das herkommen soll. Weil wir haben ihn ausgewechselt. Da war er noch fit. Ganz merkwürdig. Ja, Konan bekommt auf jeden Fall seinen Stammplatz. Erstmal. Hat ein Tor gemacht, hat ein gutes Spiel gemacht. Dann darf er auch spielen. Und ich guck mal kurz im Büro. Tatsächlich, Trainingsverletzung. Boah. Ja, Nationalkader benennen wir dann schon rechtzeitig. Trainingsverletzung, 6 Wochen, okay. Na gut, dann werden wir jetzt wohl mit richtigen defensiven Mittelfeldmännern spielen müssen. Schade, gerade als Bittencourt jetzt ein bisschen was gebracht hat, ein bisschen was geleistet hat. Aber wir müssen das Spiel hier auf jeden Fall gewinnen. Da gibt es keine Drumherumrede, keine Ausrede, nichts. Wir müssen das Spiel gewinnen gegen den Tabellenletzten. Nur 4 Punkte haben die geholt. Wir haben auch nur 7, aber trotzdem immerhin. Immerhin 4 Unentschieden und einen Sieg. Bremen kann ja maximal 4 Spiele irgendwie einen Punkt geholt haben. Ich glaube, die haben einen Sieg und eine Niederlage wahrscheinlich. Da muss ein Sieg her, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Vollkommen Wurst. Wir müssen Bremen hier besiegen. Gibt es kein anderes Ziel, was wir uns hier setzen können, außer einen Sieg. Können wir nicht mit dem Unentschieden zufrieden sein. Bei einer Niederlage und wir könnten bei einem Unentschieden tatsächlich auf den letzten rutschen. Jetzt müssen wir hier mal tatsächlich einen Sieg holen. So. Juff, hört sich die beiden nicht. Fällt hin, unnötigerweise, Konterchance, Bargfrede, geklärt. Bremen wird wahrscheinlich dieselben Ansprüche haben. Wenn wir gewinnen, dann jetzt oder nie, gegen den Tabellen 16. Aber diese Ansprüche werden wir schnell dämpfen, indem wir hier hoffentlich schnell das 1-0 machen. Ich bin diesmal mal optimistisch. So. Schmiede Bach hat sich die beiden nicht holen können. Ja, ihr mich auch, hier regiert der SVW. Mit Hannover was holen. Das war sowas von. Oh. Hand. Gut, Schulz, aber Chance nicht vorbei. Flanke. Und Zieler. Juff auf Uschti. Weiter Ball, aber etwas zu weit für Juff. Ich muss ihn aber mittlerweile so weit spielen, weil Juff solche Probleme mit der Ballannahme hat, dass er wirklich immer lange braucht, bis er den wirklich unter Kontrolle hat. Das heißt, er muss immer weiten Vorsprung vor den Verteidigern haben. Das bringt das nichts. Jetzt Milosevic durch, aber Panda erstmal zur Stelle. Und dann köpfen wir uns so. Uschti schenkt dem Gegner dann hier auf jeden Fall mal eine Ecke. Unnötig, aber okay. Was machen sie draus? Hand. Okay, Panda und jetzt schnell nach vorne. Uschti. Oben ist Juff. Ziemlich alleine. Unten läuft ja Konan ziemlich alleine. Zudem spielt er aber leider nicht. Krip. Uschti. Ja, Konan. Uschti. Panda. Abseits. Wäre eine Chance gewesen, wenn Panda den bekommen hätte, war aber recht klares Abseits. Auch da sieht man wieder, die Linie wird an der Körpermitte von Panda gezogen und nicht an dem am meisten im Abseits stehenden Körperteil, mit dem regulären Tor erzielt werden darf. Also dem Fuß. In dem Fall Juff. Ja, Konan.
Gut, war mir klar, dass der zu klein ist, aber weil er gegen Bielefeld schon ein Kopfballtor gemacht hat und einen Kopfball-Zweikampf gewonnen hat gegen einen etwas größeren, habe ich jetzt Hoffnung, dass wir mal einen Zweikampf in der Luft gewinnen könnten. Oh oh. Gute Balleroberung, aber schlechter Ballverlust, aber gute Balleroberung. Aber schlechter Ballverlust, aber gute Balleroberung. Aber schlechter Ballverlust. Ah, scheiße, jetzt hier. So. Ich sag da mal nichts zu. Ein Mittelfest, Schlachtfest vom Herrn. Wie schlecht wir hier einfach beide sind. Beide drei, alle zwei Sekunden den Ball zu verlieren. Sowohl Bremen als auch wir. Wirklich unterirdisch schlecht von beiden. Keiner kann den Ball länger als drei Sekunden halten. So, jetzt aber ein guter Ball in den Lauf von Jakonan. Und was macht er draus? Jakonan macht das 1:0! Starker Abschluss, starke Ballannahme, starkes durchgesetztes Dingensbummens. Scheiß drauf, Jakonan ist back. Er hat seinen Stammplatz jetzt definitiv sicher. Drei Spiele steht er wieder auf dem Feld. Und dreimal, na gut, einmal nur eingewechselt, ganz spät. Und alle dreimal hat er mich bislang überzeugt. Und zwei davon gleich mal ein Tor erzielt. Und das hier war richtig stark. Mit dem schwachen linken Fuß. Dann noch an Mielitz vorbei. Verdammt starker Abschluss. Und das habe ich mir doch vorne gehofft. Das habe ich vermisst. Die starken Ballannahmen, die schnellen Laufwege da von Jakonan und dann noch der gute Ballabschluss. Das war eigentlich die Stärke von Schuf und Jakonan im FIFA 13 und auch von Schlaudraff eigentlich. Hier scheint das wohl Schlaudraff und Schuf verleert zu haben. Aber Jakonan ist ja noch da. So, apropos Jakonan. Na, schade. Ich wollte da durchstecken. Aber abgeblockt, der Ball. Aber wir führen gegen den Tabellenletzten. Auswärts. Wohlbemerkt. War doch abseits. Das war kein Abseits. Egal. Erstmal geklärt. Erstmal nicht geklärt. Das war auch kein Abseits. Zieh da erstmal weg damit. Ja. Da hat Pavlovic nicht den Schritt gemacht, den ich mir gewünscht hatte. Rip. Juf. Den Lauf von Wusti. Slabosch, Wusti. Rip. Panda. Mit dem ziehe ich gerne mal auch aus der Entfernung drauf, weil in FIFA 13 ist so schon öfter mal ein Tor gefallen. Deswegen, wie gesagt, dem traue ich sowas zu, solche Fernschüsse mit links. Hauptsache, der Ball fällt ihm gerade auf links. Bei Stramm war der ja schon, nur nicht wirklich platziert. So, Juf wieder. Wieder den Lauf von Jakonan. Wieder ein guter Laufweg. Wieder eine gute Ballannahme. Und wieder guter Abschluss, aber diesmal nur an die Latte. Jakonan aber nochmal im Kopfballduell. Auch da gut. Alter, Vater, was hat der denn genommen? Guter Laufweg, gute Ballannahme, guter Abschluss und noch ein Kopfballduell gewonnen. Das sind alles Sachen, die vorher von Juf und von Schlaudraff null kamen. Vielleicht jetzt mal Juf. Ne. Der enttäuscht extrem bislang. Aber immerhin ist ein Stürmerproblem vorerst gelöst. Wenn Jakon dann so weiterspielt. Schade, dass er nicht reingemacht hat. 2-0 wäre jetzt wichtig gewesen. Aber mit der Aktion hat er sich auf jeden Fall ein zweites Tor verdient. So, Schuf. Und Halbzeit. Wir führen mit 1-0 beim Tabellenletzten und könnten uns somit auf jeden Fall erstmal 3 Punkte von der Abstiegszone absetzen. Da sehen wir nochmal das richtig starke Tor von, ja, von Jakonan. Wir sind doch das bessere Team, wenn man den Torabschlüssen Glauben schenken darf. Deswegen alles gut. Bislang zumindest. Es ist nach wie vor nur ein Tor. Wir haben häufig genug gesehen in dieser Trainerkarriere, wie schnell so ein Torvorsprung dann auch wieder weggehen kann. Oh, Elia. Auf Hand.
Und da wäre es beinahe gewesen. Erste richtig große Chance für die Bremer. Durch Aaron Hunt. Aber der verzieht. Ungefähr die Position, aus der Jakonan den vorbeigeschlitzt hat. An Militz. Hunt hat aber nicht die Abschlusstechnik. Ist in der Situation nicht. Wagfrede. Junuzovic. Panda fliegt hin, damit die Chance für Junuzovic durchzugehen. Macht er auch auf Macchiadi. Und dann zieht er stark. Jetzt brauchen wir einen Konter. Schuf auf Jakonan. Ballannahme nicht schlecht. Und den Ball nochmal wieder genommen, aber dann waren da zu viele, da kam man nicht mehr durch. So. Erstmal Einwurf, ein bisschen Ruhe reinbringen jetzt. Währenddessen wechselt Bremen da. Treb. Na, das war nichts, weil Juf im Abseits stand. Springt vorbei, aber bringt bisschen noch mit hinten. Kann zumindest den Gegner erstmal vom direkten Laufweg aufs Tor abhalten. Aber Elia jetzt mit der Chance und auch vorbei. Jetzt bekommt Bremen ja aber langsam Chancen. Das sollten wir eigentlich jetzt unterbinden. Unsere Passwerte sind auch wieder nicht die besten. Aber Bremen wird jetzt aktiver. Stinde jetzt. Stinde und Jakonan sind dann die einzigen wirklich auffällig Guten in unserem Team. Stinde fast jedes Spiel. Immer mal wieder mit einem guten Zweikampf, mit einer guten Ballannahme und ab und an mal wieder mit einem guten Abschluss. Aber nach wie vor mit zwei Toren immer noch bester Scorer, glaube ich. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass jemand häufiger getroffen hat bislang, außer Jakonan, der hat jetzt auch zwei. Allerdings nicht in beiden Wettbewerben, sondern eins im Pokal und eins in der Bundesliga. Die mit dem Fehlpass. Damit die Konterchance. Macchiadi. Da wären sie fast wieder durch gewesen. Und dann schenke ich denen den Ball nochmal wieder. Boah, jetzt wird's aber. Jetzt entwickelt sich. Zieht das Tor langsam zur Schießbude. Unsere Verteidigung sieht momentan nicht gut aus. Und dann. Kommt den Ball nicht an den Mann. Panda erstmal abgeblockt, aber beim zweiten Pass kommt er an. Und der Fernschuss an den Pfosten. Boah, Bremen mehrt sich mehr und mehr dem Tor an. Und wir kriegen da einfach nichts gegen. Wir kommen ja gar nicht mehr in deren Hälfte. Die geben jetzt Gas wie nichts und dann machen sie das 1-0. Das 1-1. Die haben jetzt gespielt wie eine Champions League-Mannschaft. Wir kamen nicht mehr dagegen an. Die sind nur noch nach vorne gerast. Das war jetzt bestimmt der 12. Torabschluss, also in der zweiten Hälfte. Und irgendwann macht Macchiadi den halt rein. Ich muss ja jetzt mal angucken. Tatsächlich, ne, 4 Torschlüsse nur. Kam mir mehr vor. Aber trotzdem, die hatten so viele Angriffe jetzt. So viele Angriffe. Wir haben nichts mehr gekonnt in der zweiten Hälfte. Als wenn unsere gesamte Mannschaft jetzt streiken würde in der zweiten Hälfte. Oder deren gesamte Mannschaft in der ersten Hälfte gestreikt hat. Stünde, Riesenchance, Prip im Nachschuss. Abgeblockt. Ecke. Jetzt hatten wir aber wieder eine Chance. Als wenn die Bremer sich jetzt nach dem 1-1 erstmal zur Ruhe gesetzt hätten. Panda. War nichts. Ja, abseits, du mich auch. Wir kriegen wieder keinen Sieg zustande. Und wenn Bremen so weiterspielt, dann kriegen wir sogar wieder eine Niederlage rein. Und dann sind wir auf dem letzten Platz. Fast einen Punkt vom letzten Platz entfernt. Schuf. Ah, da kam Jakob dann nicht durch. Der gegnerische Verteidiger den Weg gut durch zugestellt. Jetzt Elia. Elia stark. Stark auf Hunt. Was macht Hunt damit? Den Ball verlieren. Gut von Schwandel. Jetzt nach vorne. Schmiedebach.
Schlechter Pass. Das ist der Tabellenletzte, verdammt. Und der spielt uns hier in der zweiten Hälfte an die Wand. Oh, Riesenchance aufs 2-1 für Bremen. Also wir hätten wesentlich einfachere Spiele gegen höher positionierte Mannschaften. Cevandolo kriegt wieder mal nicht zustande, außer den Ball ins Auszuspielen. Schmitz mit nach vorne gerückt. Eigentlich Verteidiger. Und jetzt wollen die hier zaubern in unserem Strafraum. Das gelingt ihnen sogar fast. Nur der Hacken unseres Verteidigers wehrt hier den Ball ab. Und jetzt kriegen die auch noch einen Freistoß. Ich habe zwar nichts gemacht, ich habe auch nichts gesehen, aber sie kriegen den Freistoß. Und sie machen das 2-1. Aktuell befindet sich Hannover 96 auf einem direkten Abstiegsplatz. Wir befinden uns auf einem direkten Abstiegsplatz, nur einen Punkt vom letzten Platz der Bundesliga entfernt. Wir haben nur einen Sieg in was weiß ich wie vielen Spielen und der bisher Tabellenletzte, spielt uns an die Wand. Zumindest in der zweiten Hälfte. Und fast das 3-1. Ich muss jetzt alles nach vorne werfen, es bringt sonst nichts. Juf. Mam Juf. Slabor Schusti. Verdammt. Oh nein, wir sind hinten offen, weil ich alles auf offensiv gestellt habe. Alter, ich wollte jetzt hinten defensiver spielen, aber dann spielen sie über die Außen. Und nicht wie sonst über die Mitte. Nachspielzeit läuft. Schmitz. Schmiedebach. Verliert den Ball nochmal. Damit ist jetzt das Unentschieden quasi raus. Ich spiele alles auf Defensiv, falls noch eine Ecke kommt. Das war heute nicht im Torverhältnis noch runterrücken. Und das Spiel ist vorbei. 2-1 verlieren wir in Bremen gegen den Tabellenletzten und rutschen damit selber fast auf den Tabellen ans Tabellenende. Vielleicht haben wir noch ein besseres Torverhältnis, aber das ist mir vollkommen scheißegal. Für mich ist das ein gefühlter letzter Platz. So gut angefangen in der ersten Hälfte, dann spielt uns Bremen in der zweiten Hälfte sowas von an die Wand, als wenn wir mit, keine Ahnung, 7 Mann spielen würden. Da sieht man die ganzen Chancen der Bremer aus der zweiten Hälfte. Alle aus der zweiten Hälfte. Und da war es dann das 2-1. Und dann hier noch Zieler ganz knapp dran und dann Cevandolo vor der Linie noch geklärt. Und mit Glück dann nochmals wieder zu Zieler. Mann, Mann, Mann. Bremen am Ende verdient. Gewonnen. Und das gegen den Tabellenletzten zu sagen, ist wirklich verdammt bitter. Ich hatte mich schon richtig gefreut, als es dann so gut anfing, aber naja. Jetzt kommt auch noch das Niedersachsen-Derby. Das wahre Niedersachsen-Derby gegen Braunschweig und das heißt Tabellenplatz 15 gegen Tabellenplatz 16. 16, 17 und 18 haben jetzt alle 7 Punkte und wir haben wohl tatsächlich noch das bessere Torverhältnis. Mit einem Sieg könnten wir nach wie vor zumindest mal auf 13 hochspringen. Aber man muss bedenken, dass Braunschweig, Schalke sogar noch 2 und auch der 17. Platz alle noch ein Spiel weniger haben. Immerhin könnten wir Braunschweig im Direktduell überholen, aber ganz ehrlich, das zählt für mich jetzt so viel auch nicht mehr. Ich hatte wirklich gehofft, mit auf jeden Fall obere Tabellenhälfte, mit ja, guten Spielen vielleicht sogar für die Euroleague qualifizieren, aber momentan müssen wir wirklich verhindern, dass wir auf den letzten rutschen. Momentan geht es noch nicht mehr darum, zu verhindern, dass wir absteigen, sondern es geht momentan nur darum, zu verhindern, dass wir auf den letzten rutschen. Und vor allem, was die Abstiegsplätze anbelangt, da unten ist es momentan echt spannend. Also 7, 7, 8, 9 Punkte ist echt... Was haben wir? Spielerentwicklung? Ja, ich will Dennis Kadar auch nicht spielen lassen, weil es so schon nicht läuft. Dann will ich jetzt keinen Jugendspieler hochziehen. Das kann man machen, wenn es so gut läuft, dass man einen Platz quasi offen hat. Dann werde ich ja diesen einen Platz halt was machen. Nationalteam, warum ist da ein rotes Kreuz? Also weil ich jetzt momentan im Clubkader bin oder was und noch kein Nationalteam gebildet habe. Egal. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß.
auch wenn ich mal wieder scheiße war, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.